Payday 2 mit Flo und mir. Hallo. Hallo. Immer hallo. Dieses kurze Hallo. Boss, hey, du machst auch mal so ein Einzelplayer spielen, da habe ich eine Ansage. Dann mach da jetzt auch mal eine Ansage. Komm, mach einfach jetzt auch eine Ansage. Nö, nächsten Part vielleicht. Im nächsten Part mach du die Ansage. So, hier. Ich zeig das Bild gerade auch. Super. So, ich wollte mal kurz gucken. Genau, der Penner hat. Der Manager hat eine Karte und irgendein Mitarbeiter hat eine Karte. So war das, genau. Ich glaube, nur bei Plan B kommt der Heli-Flug, glaube ich. Ich bin da nicht sicher. Ja, stimmt, wenn wir Stealth machen, brauchen wir gar keinen Heli, glaube ich. Ja, warum kaufst du den denn? Ja, weil wir es eh nicht schaffen. So. ich drück bereit. Los geht's. Wir haben beide jetzt einen Schalldämpfer endlich mal. Das heißt, es könnte funktionieren. Es könnte funktionieren. So, ich gehe rechts lang, ne? Jawohl. Ich gehe links. Ups. Okay, warte mal. Kurz kommt, wenn ich irgendwie ein Ding sehen. Kamera. Da außen sind keine Kameras, glaube ich. Sehe ich ja, direkt bei dem Tresor ist eine. Da rechts. Rechts okay, an der Wand, da wo du stehst. Siehst du sie? Ja. Ja, habe ich schon gesehen. Hier ist diesmal keine. Ist hier über der Eingangstür eine? Nee. Achtung, da sieht nicht was. Was auch okay, nur eine Kamera. Dann ist wahrscheinlich außer an der Tür noch eine. Da ist außer an der Tür wahrscheinlich noch eine. Nee, da hängt auch keine. Doch, da hängt doch eine. Doch. Komm mal rum. Da dachte ich nicht sprinten können, ist ja furchtbar. Echt? Nur weil die keine Maske auf haben. Ja. Ich kann auch immer ohne Maske nicht sprinten. Ja, schlimm ist das, ne? Das war mal das Problem im Sportunterricht damals. Ich durfte mal keine Masken aufziehen. Da ist die Tür zu. Hier ist die Tür offen. Gut. Ist da eine Kamera? Da ja, aber die juckt uns ja dann nicht, wenn die Tür zu ist. Das ist richtig. Gute Sache. Der andere war über dem Tresor. Ich geh mal kurz reingucken. Moin. Da links vorm Tresor ist eine Wache, ne? Und wo noch? Hier sind garantiert mehrere Wachen. Eine ist beim Tresor. Pass auf, dass sie dich nicht entdecken, ey. Ja, easy. Der Bankmanager kommt, Achtung. Vielleicht können wir den wieder entfernen. Wo läuft er lang? Um die Ecke, scheiße. Dumm ist gut. Aber er steht da noch so. Der kommt gleich schon raus. Okay, rechts ist kürzer, glaube ich, ne? Wo ist denn noch eine Dings, noch eine Wache? Die haben nämlich nur eine Wache, kannst du vielleicht vergessen. Irgendwas übersehen wir doch schon wieder. Ja, die Wache. Ich geh nochmal vorne gucken. Du musst sowieso nach vorne dann, wegen... hier ist noch einer, ich weiß nicht, ob das der ist. Hier ist auf jeden Fall noch... Guck mal kurz. Ja, ich gucke. Die scheinen nur eine Wache zu haben. Ja. Also hier ist links vorm Tresor ist eine, ne? Und bei dir ist da keine mehr, oder? Ja, ist der hier nicht rechts an der zweiten Tür eine Wache? Ist das nicht eine Wache hier? Ja, genau der. Nee, das ist nur ein Mitarbeiter. Der hat letztes Mal den Alarm gerufen, der Penner. Naja, nee, dann haben die nur eine Wache. Alles klar, du musst dann wieder vorne stehen, um die Vorbeilaufenden zu halten und die abhauen wollen. Ich bewache die letzte Tür hier. Das wäre natürlich jetzt zu viel besser, ne? Zwei passen auf Türen auf und die anderen zwei machen Action drinne. Ja, vielleicht kommt, der Typ hier steht hier draußen. Der geht jetzt wieder rein. Wie gesagt, die draußen sind, die musst du fesseln und danach reinholen am besten. Hier ist gar keiner. Wahrscheinlich. Wenn dann welche vorbeilaufen. Die Wache hier, dann. Okay. Ich könnte sie von hier aus abschießen. Aber ich glaube, ich müsste vorher die Kamera wegballern. Kamera wegballern und dann den Typen. Und du kümmerst dich um die Zivilisten und die abhauen wollen, beziehungsweise Alarm schlagen wollen. Mit ihren Dreckshandys. Warum auch jeder ein Handy hat, ne? Furchtbar. Ich kann von hier aus perfekt die Kamera wegballern. Peng, peng. Achtung. Hey. Okay, bereit? Warte mal. Ich stehe gerade perfekt, mach hin. Ja. Kommt einer? Warte, Mist, jetzt will kurz warten, der Wachmann läuft wieder weg. Und der Fettsack kommt her, warte mal, gucken, wo er langläuft. Oh, die Wache kommt raus, oh mein Gott. Und er läuft wieder nach hinten zu seinen Angestellten. Moment, er macht nicht die Tür auf, oder? Er hat die Türen aufgemacht, so ein Assi. Aber ich kann ihn jetzt wegbratzen. Ja, eben, knall den noch weg. Vorsicht, Kamera aber, ne? Ja. Jetzt die Kamera. Ist aus. Ich hab die Sicherheitskarte. Ja, ich weiß. Guck mal vorne, wo der Wachmann ist. Der Wachmann ist vorne, draußen. Der geht jetzt rein. Sorgt man dafür, dass der vorne an der Hauptscheibe steht.
Ja, wie soll ich das denn machen? Soll ich dem das sagen oder was? Nee, nur sagen wir, wenn er dann da steht. Achso. Der kommt jetzt in den Gang raus, der kommt genau dahin, wo du bist, der steht jetzt da an der Tür. Welche? Welche? Wo die Kamera war oder nicht? Na, die große Tür. Da, ja, genau da, wo du jetzt stehst, da durch die eine Tür da. Kannst du ruhig gucken gehen, passiert nichts. Siehst du ihn? Ach, ja. Da steht er, alles klar, ja. Okay. Ich sehe ihn durch den Türschlitz hier ganz klein. Oh Gott, er hat mich fast gesehen. Huiuiuiuiuiui. Kann gar nicht, der okay, hat er gar nicht hingeguckt. Der kommt jetzt, wo geht der jetzt hin? Ein großes Fenster theoretisch, ne? Oh, der kommt wieder zu mir. Okay. Wenn er am Fenster steht, wo du bist da vorne, sag Bescheid, dann zieh die Maske auf und raste aus. Und sag, alle sollen runtergehen. Merry Christmas! Hast du? Chimmer. Wo ist er? Ja, ich sehe ihn nicht mehr. Er steht jetzt vorne. Aber nicht da, wo du meinst. Wo denn vorne? Warte, der geht jetzt zurück. Lol, ich kann hier. Ich komm von hier. Oh, hier sind Bretter. Ich hab Bretter gefunden. Lustig. Ich kann von hier draußen die Karte benutzen, ne? Die Schlüsselkarte. Der kommt zu dir. Wie, komm raus? Ja, der steht da. Der ist da lang gegangen. Ich sehe ihn ja jetzt nicht mehr. Soll ich Maske aufsetzen? Soll ich rasten? Warte kurz. Der ist den Gang da lang gegangen, da wo du bist. Ich weiß, wo er ist auf jeden Fall. Ja, er ist bei den Angestellten. Er ist bei den Angestellten drin. Ah ja, genau. Wenn er ja gleich hier rausläuft, schieße ich ihn ab. Ja, du musst warten, bis er. Er kommt raus. Ich hab mal erwischt. Rein. Alter. Kamera ist down. Du musst aufpassen, dass keiner wegrennt oder Alarm schlägt. Ich muss den Pager beantworten. Ja. Ich guck grad, ob noch draußen irgendwo ist. Ja, alles gut. Alles gut bis jetzt. Wir hatten die zweite Scheißkarte. Ich such grad. Okay, die Angestellten sind alle gefesselt. Ich will auch wen fesseln. Okay, pass auf, dass keiner abhaut. Ich hab die Karte nicht. Vielleicht musst du die auch irgendwie nehmen, ich weiß es nicht. Ich aktiviere stell du dich mal hier hin. Ja, stimmt, aktiviere okay. Erst und hau dann wieder ab. Mach mal hier irgendwas okay, zu. Ich such weiter. Mach mal hier irgendwas zu wegen Fenster. Ja, ich mach. Ich kann nur ein Fenster zumachen. Ja. Okay, ich konnte einige fesseln. Selbstverständlich nicht alle. Ja, wo ist denn die Karte? Kannst du noch ein paar fesseln? Ja, eine. Dann fessel mal eine. Hier, ich fessel die, den... Okay, ich such weiter, ja? Den hier. Ich kann noch einen. Ich seh sie. Ich hab sie. Da draußen ist einer. Schnell. Hä, wo denn? Außer, draußen, da ist er noch. Und besieg die her, wenn es geht. Ja, ich hab keine Kabel. Nee? Ich auch nicht. Dann bleib draußen und guck, dass keiner was macht. Achte auf Ausrufezeichen. Was sollen wir machen? Ich glaube, wir müssen jetzt 4 Minuten aushalten. Geht die Tür, glaube ich, auf. Ja, als wenn so ein Tresor 4 Minuten braucht, Alter. Nee, ist irgendwie so ein Sicherheitsmechanismus wahrscheinlich. Okay, die Geiseln, die ich bewegen kann, bewege ich alle vor den Tresor. Hauptsache, ich steh mit einer Waffe einfach auf der Straße und schrei eine Frau an. Ist ja wie in Berlin. Ja, es ist so. Okay, wie gesagt, die ich wegkriege, hau ich weg. Wollen wir die drei Idioten nicht einfach töten? Nee, es kostet scheiße viel Geld, man kannst du quasi... Voll teuer. Oh was? Telefon klingelt, ich muss rangehen. Okay, ich hab Telefon ausgemacht. I know what's going on over there, and I want to slice that pie. Load a bag with money. Was? Toss it over the yellow wall near Jimbo's. Kannst du mitlesen? Ja, ja. And I see one bag crossing the street. I'll call the cops. Nicht über die Straße laufen. Shit. Eine Geisel ist irgendwie abgehauen, glaube ich. Nee, die läuft dann noch hinter dir. Stay low. Wo denn? Ach da, okay. Move it. Stay down. Okay, wir müssen also über die gelbe Mauer. Okay, machen wir dann. Wenn ja alles ruhig bleibt, ist das ja kein Problem. Dann gerne ein paar tausend abhaben. Was ist los? Ja, kommt noch einer. Ja? Ich habe mich jetzt im Busch gestellt. Wo denn?
Na, draußen. Da. Siehst du mich? Ich, ich im Busch bin? Ja, ich sehe auch den Typen. Soll er abhauen, ist mir egal. Ja, noch hat er es nicht gemerkt. Nee. Oh, ich renn auch mal weg. Oh Gott, er sieht mich. Ja, schnell. Ich geh ans Telefon. Hol den Typen. Ja, die liegen jetzt beide hier draußen. Alles klar, halt den Schacht, dass sie nicht weglaufen. Wenn die abhauen, schieße ich die ab. Da kommt noch einer. Ach du Scheiße, wieder im Busch. Da ruft jemand die Bullen. Was? Du hast jemanden... Hä, wo kommt der her? Fuck! Ich hab den nicht weggelaufen sehen. Scheiße. Warte mal. Wie viele hier draußen jetzt kommen. Können wir nicht neu starten oder so? Fuck! Ja. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Kartenbinder für, Starten wir jetzt neu oder wie? Ja, lass uns neu starten, komm. Fuck! Wir hätten die Kabelbinder für die Typen draußen aufbewahren sollen, glaube ich. Ja, habe ich mir dann auch gedacht. Man sieht halt auch so schlecht, ob die weglaufen, die Penner, ne? Ja, gar nicht eigentlich. Oh, go bang, da ist er schon wieder. Bam, ging schnell. Aber schön. Draußen kamen auch sehr viele Menschen auf einmal. Drei Typen, ja, ey. Scheiße. Aber es lief gut, so. Es war nicht schlecht. Ja. Das war nicht schlecht. Okay, gleich mal weitermachen. Achso, die Fliegerass hole ich jetzt nicht, ne? Brauchen wir ja nicht, wie wir mitbekommen haben. Ja. Von mir aus müssen wir uns merken, was die Typen am Telefon alle wollen. Übelst krass. So, weiter geht's, liebe Leute. Hier. Hast du den Part beendet? Nee, ne? Nein. Alles. Guck mal, Alter, gerade hat das Sprit noch $2 gekostet. Jetzt kostet er 5, Alter. Da draußen ist der Wachmann, Achtung. Ja, ich weiß. Okay, lass uns gleich mal die gelbe scheiße Mauer suchen. Vielleicht ist, falls es wiederkommt. Ich hab noch eine Klatsche. Wo ist die Kamera? Keine Ahnung, ich sehe keine. Ich sehe auch keine. Merry Christmas! Hier draußen hängt auch keine. Oh, was sieht mich denn? Hier! Oh, gosh, die Kamera. Wie assi. Okay, die können wir ja. Ja, die muss weg. Guck genau rein, die so Sau. Ey, dass hier draußen Leute rumlaufen, ne? Unfassbar. Was wollen die denn in so einer Scheißgegend? Ja, ist alles voll assi hier. Gelbe Mauer, was ist das für eine gelbe fucking Mauer? Geh mal kurz gucken. Guck mal, ob hier draußen irgendwo was noch. Wollen wir auch. Oh! Das ist diesmal nicht. Was machst du mit der Maske? Hey, ich töte ihn jetzt. Bist du irre? Alter, wenn das schief geht, ne? Ja, dann schaut mir neu. Das meint der wahrscheinlich mit gelber Mauer hier. Wo ist denn der? Weil jetzt ist auch reingelaufen. Weiß ich auch, wo die ganzen. Ich guck erst mal, wo die ganzen Kameras sind. Warte mal. Ja, es gibt immer nur zwei. Eine. Nein, es gibt immer zwei. Hier im Raum ist noch eine drinne. Ja, ich sehe sie. Der Wachmann kommt mit der Bankmanager. Bleib mal da, wo du bist. Genau, bleib hinter der Mauer. Der Bankmanager kommt raus. Ja, warte. Nee, doch nicht. Okay. Ich bin so ein richtig schlechter Schütze. Der Wachmann ist drinne. Vor dem großen Fenster. Die Kamera ist bei den Angestellten hier. Okay, du bleib mal da, wo du bist. Lass einfach kurz zusammen Terror machen. Warte kurz, kannst du von da drinnen, kannst du von hier die Kamera abschießen? Nee, ne? Nee, doch. Nee. Sicher? Ja, ich könnte hier durchschießen. Ich glaube, es klappt. Versuch mal. Ich sehe sie. Wunderbar, perfekt. Warte, gehen wir in Deckung. Vor allem, dass kein Idiot bemerkt, dass die Scheiße kaputt ist. Doch, das geht mit irgendwann. Wenn die sehen, dann kriegen die das mit. Hier drin ist auch noch eine Kamera. Wie gesagt, über den Angestellten. Der Wachmann ist gerade draußen, der Penner. Wo rennt der denn hin? Hä? Der rennt übelst weg. Was macht denn der? Boah, den gönne ich mir. Lass ihn nicht erwischen. Der gepinkelt am Baum. Er kommt zurück. Das ist blöd. Was hast du gemacht? Komm, ich hab 3000 Euro, wir können gehen.
Jeder 1,5 okay. Passt schon. Okay, hab ich kurz überlegen. Okay, ich schieß die Kamera ab, komm's auch rein und mach's bei den Angestellten Terror. Was machst du? Der hat die scheiß Kamera gesehen! Ah, verkackt, oder? Was? Wo haben wir verkackt? Noch nicht. Mach Terror, mach Terror, mach Terror. Ja, die Kamera hat uns gesehen. Ja, aber die war doch am Arsch. Ja. Ja, aber die hat uns vorher schon gesehen. Du hast dich abgeschaut. Warum? War der Alarm. Hat die Kamera gesehen. Die Leiche wahrscheinlich gesehen, ne? Keine Ahnung. Shitty, 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 sag ich da nur. Oh Mann, der erste Versuch war so. Wenn wir den durchgezogen hätten, den hätten wir geschafft. 100 Pro. Hallo? Oh, User in your channel timed out. Ja, ich würde sagen, das war's ja für die erste Folge. Da ist Marco wohl rausgeflogen. So ein Lappen. Marco, wenn du dir das ja anguckst, ne? Du bist ein Vollmongo. Ja, gut, dann sehen wir uns nachher wieder. Tschüss.